Haskell ist eine rein funktionale Programmiersprache, benannt nach dem US-amerikanischen Mathematiker Haskell Brooks Curry, dessen Arbeiten zur mathematischen Logik eine Grundlage funktionaler Programmiersprachen bilden. Haskell basiert auf dem Lambda-Kalkül, weshalb auch der griechische Buchstabe Lambda als Logo verwendet wird. Die wichtigste Implementierung ist der Glasgow Haskell Compiler. Entwicklung. Gegen Ende der 1980er Jahre gab es bereits einige funktionale Programmiersprachen, um der Wissenschaft eine einheitliche Forschungs und Entwicklungsbasis bereitzustellen. Sollte eine standardisierte und moderne Sprache die funktionale Programmierung vereinheitlichen? Zunächst wollte man dazu Miranda als Ausgangspunkt benutzen, doch deren Entwickler waren daran nicht interessiert. So wurde 1990 Heskel 1,0 veröffentlicht. Die aktuelle Version der Programmiersprache ist Haskell 2010. Haskell ist die funktionale Sprache, an der zurzeit am meisten geforscht wird. Demzufolge sind die Sprachderivate zahlreich, dazu zählen Parallel Haskell, Distributed Haskell, Iga Haskell. Eben mit einem neuen Ansatz zum parallelen Programmieren und Bedarfsauswertung, DNA Haskell und sogar objektorientierte Varianten. Des Weiteren diente Haskell beim Entwurf neuer Programmiersprachen als Vorlage. So wurde beispielsweise im Falle von Python die Lambda-Notation sowie Listenverarbeitungssyntax übernommen. Eigenschaften. Programmfluss Haskell ist eine rein funktionale Programmiersprache. Funktionen geben nur Werte zurück, ändern aber nicht den Zustand eines Programms. Das Ergebnis einer Funktion hängt deshalb nur von den Eingangsparametern ab und nicht davon, wann oder wie oft die Funktion aufgerufen wird. Es gibt keine imperativen Sprachkonstrukte. Durch Monaden ist es möglich, Ein- und Ausgabeoperationen und zustandsabhängige Berechnungen wie Zufallsgeneratoren rein funktional zu behandeln. Es gibt keine Operationen, die einen variablen Wert verändern. So gibt es auch keine Unterscheidung zwischen Variablen und Konstanten und man braucht keine Konstattribute oder Literal wie in C++ oder in C. Zwischen Identität und Gleichwertigkeit von Objekten wird nicht unterschieden. Daneben Effekte fehlen, sind Programmbeweise beträchtlich einfacher. Haskell ist nicht strikt. Es werden nur Ausdrücke ausgewertet, die für die Berechnung des Ergebnisses gebraucht werden. Die Funktion first liefert bei Eingabe zweier Parameter den ersten als Ergebnis zurück. Bei der Eingabe von first x ist die Auswertung der Summe zur Ergebnisbestimmung nicht notwendig, sollte also unberücksichtigt bleiben. Die Funktion Quadrat berechnet bei Eingabe eines Parameters dessen Quadrat. Bei Eingabe von Quadrat, was im Laufe des Auswertungsprozesses zu Sternchen wird, wäre eine doppelte Berechnung der Summe ineffizient. Sollte also vermieden werden. Die Auswertungsstrategie, welche die beiden eben geschilderten Probleme umgeht, wird Bedarfsauswertung genannt und kommt in Haskell meist zum Einsatz. Die Bedarfsauswertung ist vor allem wegen der strengen Einhaltung des funktionalen Konzepts möglich. Umgekehrt macht die Bedarfsauswertung die funktionale Programmierung angenehmer, denn sie erlaubt es besser, Funktionen, die reine Berechnungen durchführen, von ein Ausgabefunktionen zu trennen. Die Bedarfsauswertung erlaubt das Arbeiten mit undefinierten Werten und potenziell unendlich großen Datenmengen. So kann man elegant mit Potenzreihen, Zeitreihen, Kettenbruchserlegungen, Entscheidungsbäumen und ähnlichem umgehen. Aber auch bei endlichen, aber großen oder endlichen und noch nicht vollständig bekannten Daten erlaubt diese Art der Ausführung elegante Programme. So kann man etwa eine Transformation eines XML-Dokumentes als Folge von Transformationen des gesamten XML-Baumes beschreiben. Ausgeführt wird die Gesamttransformation aber von Beginn zum Ende des XML-Dokumentes, auch wenn das Ende noch gar nicht verfügbar ist. Man beachte allerdings, dass Haskell nach Sprachdefinition lediglich nicht strikt ist, die Bedarfsauswertung ist nur eine mögliche Implementierung der Nichtstriktheit. Andere Implementierungen sind möglich. Typsystem Haskell ist stark typisiert. Es wird also zum Beispiel streng zwischen Wahrheitswerten, Zeichen, ganzen Zahlen, Gleitkommazahlen und Funktionen von und zu verschiedenen Typen unterschieden. Haskell erlaubt Typvariablen. Damit können Funktionen sehr allgemein formuliert werden. Wird eine allgemein gehaltene Funktion für bestimmte Typen verwendet, werden automatisch die Typen abgeglichen. Die Funktion map wendet eine beliebige Funktion auf die Elemente einer Liste an. Ihr Typ wird so angegeben. Wird map etwa mit der speziellen Funktion tupa vom Typ char und gt char aufgerufen. Ergibt der Typabgleich Haskell ist von der Grundidee her statisch typisiert, obwohl es auch Erweiterungen für dynamische Typen gibt. Das bedeutet, dass für die meisten Berechnungen die Typen bereits zum Zeitpunkt der Programmübersetzung feststehen. Dies deckt viele offensichtliche Fehler noch vor Ausführung des Programms auf. Haskell unterstützt Funktionen höherer Ordnung. Das sind Funktionen, die Funktionen als Eingabeparameter bzw. Funktionen als Ergebnis haben. Ein Beispiel ist die Map Funktion, die eine Funktion f auf jedes Element eines Datentyps anwendet. Funktionen erlauben Currying. Während man in anderen Sprachen Tupel als Argumente an Funktionen übergibt, also Funktionstypen der Form und GT C verwendet, ist in Haskell die curry a und GT B und GT C üblicher. Damit wird die partielle Auswertung von Funktionen bequem möglich. Der Ausdruck mapTuper ist beispielsweise eine teilweise Auswertung von map, denn er beschreibt eine Funktion, nämlich die Funktion welche alle Kleinbuchstaben einer Liste in Großbuchstaben verwandelt, Haskell erlaubt Benutzer definierte Datentypen. Diese algebraischen Datentypen werden mit Hilfe von Datenkonstruktoren definiert. Das Beispiel zeigt die Datenstruktur eines mit ganzen Zahlen beschrifteten binären Baumes. Solch ein Baumtrie besteht entweder aus einem Blatt oder einer Verzweigung, wobei T1 und T2 die Teilbäume darstellen, die wiederum die Struktur Tree haben. Zur Definition dieser Datenstruktur wurde sowohl der einstellige Konstruktor als auch der dreistellige Konstruktor Branch verwendet. Datentypen mit mehreren ausschließlich parameterlosen Konstruktoren können als Aufzählungen eingesetzt werden. Haskell unterstützt Typenklassen. Mit Typenklassen lassen sich Typen zusammenfassen, welche eine bestimmte Menge an Operationen unterstützen. In Signaturen von Funktionen dürfen als Abstufung zwischen festen Typen wie char und freien Typvariablen auch noch Typvariablen mit Einschränkung auf bestimmte Klassen verwendet werden. Alle Ausprägungen einer Methode der Typklasse tragen den gleichen Namen. In gewisser Weise entsprechen Typklassen also dem Überladen von Funktionen. Der gleiche Funktionsname steht also abhängig vom Typ für verschiedene Funktionen. Zum Beispiel ist mit der ist gleich ist gleich Methode der Klasse EQ der Vergleich sowohl zweier Zahlen als auch zweier Texte möglich. Trotzdem arbeitet der Gleichheitstest je nach Argumenttyp anders. In Haskell haben Ein- und Ausgabefunktionen einen speziellen Typkonstruktor namens IO. PutStrLn gibt einen Text und einen Zeilenumbruch auf der Standardausgabe aus. Da es kein informationstragendes Ergebnis gibt, wird der Einheitstyp als Rückgabetyp verwendet. Deadline liest eine Textzeile von der Standardeingabe. Der IO-Typ-Konstruktor stellt sicher, dass man den Nutzern der Funktion offenlegen muss, dass die Ergebnisse durch eine Ausgabe gewonnen wurden. Diese strenge Handhabung ermuntert Haskell-Programmierer zur klaren Trennung von Ein- und Ausgabe und anderen Teilen eines Programms. Der größte Teil eines Haskell-Programms besteht in der Regel aus Funktion ohne Ein- und Ausgabe. Man kann IO-Typen natürlich auch in andere Typen einbetten und so zum Beispiel einen speziellen Io-Typ definieren, der nur Eingaben erlaubt. Haskell unterscheidet Groß- und Kleinschreibung. Bezeichner, die mit einem Großbuchstaben beginnen, stehen für Typ- und Wert Konstruktoren. Bezeichner, die mit einem Kleinbuchstaben beginnen, stehen für Typ Variablen, Funktionen und Parameter. Der Umgang mit Leerzeichen und Zeilenumbrüchen geschieht in Anlehnung an das intuitive Verständnis von mathematischer Notation. Bei Zeilenumbrüchen muss lediglich eine Einrückung beliebiger Tiefe geschehen, damit der Zusammenhang nicht verloren geht. So ist der Ausdruck völlig gleichwertig zu Heskel unterstützt einzeilige und mehrzeilige Kommentare. Erstere ab den Zeichen bis zum Ende der Zeile und letztere im Einschluss von und. Haskell bietet eine Reihe von syntaktischen Besonderheiten. Diese soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass alles rein funktional erklärt ist. Die Donotation notation verleiht Berechnungen mit Monaden das Aussehen von imperativen Programmen. Statt oder kann man auch schreiben. Sowohl symbolische Bezeichner als auch alphanumerische Bezeichner können für Funktionen verwendet werden und sowohl als Infix-Operatoren als auch in Präfix-Schreibweise eingesetzt werden. Es gilt beispielsweise Haskell erlaubt spezielle Notationen bei der Listenverarbeitung. So können Zahlenfolgen mit zwei Punkten angedeutet werden. Wird kein Wert angegeben, dann wird eine unendliche Liste erzeugt. Des Weiteren ist eine Notation erlaubt, genannt List Comprehension, die an die mathematische Schreibweise für Mengendefinitionen angelehnt ist. In folgendem Beispiel wird aus der Folge der positiven natürlichen Zahlen die Folge der geraden Zahlen extrahiert. Als Umschreibung für im Allgemeinen kann hinter dem senkrechten Strich eine beliebige nicht leere Folge aus Generatoren, Prädikaten und Let-Bindungen angegeben werden. Insbesondere ist es möglich, überhaupt keine Generatoren zu verwenden. Der Ausdruck nimmt je nach Wert von x, welches als bereits definiert vorausgesetzt wird, den Wert an. Programmierung Haskell erlaubt Mustervergleiche. So nennt man die Verwendung von Konstruktortermen als formale Parameter. Dabei sind die parameter die Muster der Funktionsargumente. Die Funktion fag berechnet die Fakultät einer Zahl. 0 und n sind dabei die Muster, von denen die Ergebnisbestimmung abhängt. Für Zahlen größer als 0 greift nur das Muster n, sodass zwei-Tere-Alternative verwendet wird. Diese errechnet das Ergebnis durch n-Sternchen-Fag, wobei sie sich, solange und gt 0 ist, rekursiv selbst aufruft, bis sie bei 0 ankommt. Dort greift dann das Muster Null, so dass erstere Alternative verwendet wird, welches die Rekursion sauber abschließt, eins zurückgibt und die Rücksprungkette einleitet. Zu Haskell gehört auch ein Modulsystem. Der Haskell 98 Standard definiert eine Grundmenge von Modulen, die ein standardkonformes Haskell-System zur Verfügung stellen muss. Beispielsweise ein Modul, welches Ein- und Ausgabefunktionen bereitstellt oder ein Modul, welches Funktionen auf Listen implementiert. Um Module nutzen zu können, muss man sie importieren. Dies geschieht mit Hilfe des Importbefehls. In verschiedenen Modulen können Funktionen und Typen die gleichen Namen besitzen. Diese Bezeichner können unterschieden werden, indem nur einer der Bezeichner importiert wird oder indem die Bezeichner qualifiziert, also durch Verbinden mit dem Modulnamen eindeutig gemacht werden. Oder ebenfalls möglich, aber nicht empfohlen ist das Ausblenden von Bezeichnern beim Importieren mit hiding. Beispiele: Eine elegante Definition der Fakultätsfunktion, die Haskell's Notation für Listen benutzt. Oft wird aber auch rekursiv gearbeitet. Endrikursion ist dabei oftmals effizienter, aber auch aufwendiger zu schreiben, diesen Schreibaufwand kann man jedoch reduzieren. In unterstrich enthält der Parameter E das jeweilige Resultat. Zu Beginn der Iteration wird er auf den Startwert gesetzt. Bei jedem Iterationsschritt wird das neue Zwischenergebnis mit einer bestimmten Funktion aus dem bisherigen Zwischenresultat und n berechnet. Zum Schluss wird er als Endergebnis zurückgegeben. Dieses Prinzip kann man durch eine wiederverwendbare Funktion Rekurs ausdrücken. Unter Verwendung von Rekurs kann man die Fakultätsfunktion mit Intrekursion dann sehr kompakt schreiben. Eine einfache Implementierung der Fibonacci Funktion, eine schnelle Implementierung der Folge. Tail entfernt das erste Element aus einer Liste, zipWith kombiniert zwei Listen elementweise mit Hilfe einer weiteren Funktion. Die Definition entspricht einer Fixpunktgleichung. Dass die Definition stimmt, überprüft man am schnellsten, indem man sich vorstellt, dass FIBS bereits fertig berechnet vorliegt. Als nächstes muss man sich noch überlegen, dass die Definition auch ausgewertet werden kann. Die ersten beiden Glieder von FIBS sind unmittelbar klar. 0 und 1. Für das Berechnen jedes weiteren Gliedes muss aber nur auf bereits berechnete Glieder von FIBS zurückgegriffen werden. Die Bedarfsauswertung führt dazu, dass die Folge Fibs tatsächlich elementweise berechnet wird. Man könnte auch sagen, dass Fibs ein Fixpunkt der Funktion xs und gt 0 zu 1 xs ist. Man kann auf diese Weise sehr elegant Differentialgleichungen bezüglich Potenzreihen oder Differenzengleichungen bezüglich Zahlenfolgen formulieren und gleichzeitig lösen. Angenommen, man möchte die Differentialgleichung y ist gleich f bezüglich y in Form einer Zeitreihe lösen, also einer Liste von Zahlen. Durch diese Diskretisierung wird die Differentialgleichung zur Differenzengleichung. Statt eines Integrals berechnen wir Partialsummen. Die folgende Funktion hat als Parameter die Integrationskonstante und eine Zahlenfolge. Scanler kumuliert die Werte einer Folge mit Hilfe einer anderen Funktion hier und gibt die Liste der Akkumulatorzustände zurück. Damit kann man bereits das explizite Euler-Verfahren für die Schrittweite 1 implementieren. x0 und y0 sind hierbei die Anfangswerte. Der Apostroph hat keine eigenständige Bedeutung, er ist Teil des Namens y. Diese Funktionsdefinition besteht also im Wesentlichen aus der Feststellung, dass y das Integral von y mit Anfangswert y0 ist. Und aus der eigentlichen Differentialgleichung y ist gleich with fxy. weil man hierbei den Algorithmus eher in der Form der Aufgabenstellung als in Form eines Lösungsweges notiert. Spricht man hierbei von deklarativer Programmierung, der Quicksort-Algorithmus, formuliert in Haskell. Die erste Zeile definiert die Signatur von Quicksort. Die zweite Zeile gibt an, dass die Funktion auf eine leere Liste angewendet wieder eine leere Liste ergeben soll. Die dritte Zeile sortiert rekursiv nicht leere Listen, das erste Element x wird als mittleres Element der Ergebnisliste verwendet. Davor werden alle nicht größeren sortiert, dahinter alle größeren Elemente eingeordnet. Listenbeschreibungen werden dazu verwendet, aus der Restliste XS alle diejenigen auszuwählen, die größer als X sind und alle jene, die es nicht sind. Wie man es von Quicksort erwartet, besitzt auch diese Implementierung eine mittlere asymptotische Laufzeit von O und eine Worst-Case-Laufzeit von O. Im Gegensatz zur geläufigen Implementierung in einer imperativen Sprache arbeitet dieses Sort jedoch nicht in place. Dieses Beispiel stellt die Nutzung von Typklassen heraus. FIB stellt eine schnelle Berechnung von Elementen der Fibonacci-Folge dar. Ausgenutzt wird das vordefinierte Einschaltungszeichen, das auf Namen implementierenden Typen arbeitet. Implementierungen. Es gibt inzwischen eine Reihe Haskell-Implementierungen, von denen die meisten aber den Sprachstandard nicht vollständig umsetzen. Der Glasgow Haskell-Compiler unterstützt Haskell 98 sowie zahlreiche Spracherweiterungen. Er übersetzt Haskell-Programme in Maschinencode für nicht direkt unterstützte Plattformen erzeugt er C-Code, der dann mit einem C-Compiler übersetzt wird. Hax ist ein Bytecode-Compiler, der Haskell 98 fast vollständig sowie einige Erweiterungen implementiert. Hax ist selbst in C geschrieben. NHC ist ein weiterer Bytecode-Compiler, der Haskell 98 mit gewissen Einschränkungen unterstützt. Der York Haskell Compiler oder YHC ist eine Weiterentwicklung von NHC mit dem Ziel, Portabilität und Performance der kompilierten Programme zu verbessern. Der Utrecht Haskell Compiler ist eine experimentelle Implementierung, die an der Universität Utrecht entwickelt wird. Der Compiler basiert auf Attributgrammatiken und übersetzt Haskell in C-Code. Er implementiert Haskell 98 fast vollständig sowie einige Erweiterungen helium wird ebenfalls an der universität hutrecht entwickelt der schwerpunkt des projekts liegt darauf leicht verständliche fehlermeldungen zu erzeugen um anfängern das lernen von haskell zu erleichtern daher wird auch ein eingeschränkter haskell-dialekt implementiert der unter anderem keine typklassen hat die hier genannten implementierungen sind alle open source software bis auf hax sind sie auch alle in haskell selbst implementiert einfluss Haskell diente und dient wegen seiner stark akademischen Herkunft vielen Programmier- und Skriptsprachen als Vorbild für neue Sprachfunktionalität. So haben unter anderem Pell, Python, JavaScript, Java, Scala und PHP Ideen der funktionalen Programmierung von Haskell übernommen. Dazu gehören Funktionen höherer Ordnung wie Map, Filter und so weiter, Teile der Art, wie generische Programmierung implementiert wurde. Und anderes.